Wir setzen fort mit 2716, Betriebskosten bei Wohnungen für besondere Bedarfsgruppen. Einreicher die AfD-Fraktion, Herr Pinkert. Gerade so schön friedlich, da passt das gar nicht rein, ne? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum und Presse. Hiermit bringe ich unseren Antrag Betriebskosten bei Wohnungen für besondere Bedarfsgruppen ein. Für unser geliebtes Publikum, draußen am Stream, hinter dem Bildschirm oder sonst wo, Personen mit Asyl, Duldung bzw. Gestattung. Wir stellen hiermit folgende Ungerechtigkeit an den Pranger und bitten den Stadtrat, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Bei den besonderen Bedarfsgruppen liegt die durchschnittliche Betriebskostenhöhe weit über dem Durchschnitt und auch über dem Erstattungssatz bei Leistungsbeziehungen im Kontext Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Dies bedeutet, dass diese Gruppe bevorzugt wird. Wir fordern daher seitens der Landeshauptstadt angemieteter oder eigener Wohnungen lediglich denselben Kostenansatz zu übernehmen wie bei den übrigen Leistungsbeziehungen. Hier muss auch erläutert werden, dass die anderen Mieter über die Umlageschlüssel steigende Nebenkosten tragen müssen und dies nur, weil die anderen Mieter keinen sparsamen und sachgerechten Umgang mit den Ressourcen handhaben. Auch der nicht pflegliche Umgang mit Gemeinschaftseigentum und damit einhergehender höherer Instandhaltungskosten schlägt sich in den Nebenkosten nieder. Vielen Dank unserer linken Abteilung hier im Stadtrat, die in toller Recherche herausgefunden hat, Herr Kolditz, dass der Grund die hohe Personenanzahl in den Wohnungen sei. Hier sollte derjenige genau lesen. Wir fordern die Übernahme wie im Kontext Arbeitslosigkeit. Dies bedeutet auch die Berücksichtigung der Personenanzahl. Oder stellt eine Flüchtlingsfamilie mit 3 Kindern einen anderen Bedarf dar wie eine deutsche Familie mit 3 Kindern? Nicht wahr? Alle Kinderaugen haben, Entschuldigung, nicht alle Kinder haben Kulleraugen, genau, Frau Abel. Dies erklären Sie bitte Ihren Wählern, die Sie auch aus diesem Klientel beziehen. Nicht wahr? Alle Kinder haben Kulleraugen. Ja? Hier muss man sagen, wer sozial ist, und das ist dann wahrlich nicht der linke Raum. Und zur TTU, die sich hinter der Verwaltung verstecken will. Es gibt keine Stellungnahme dieser dazu. Und warum nicht? Da der Großteil der Wohnungen langfristig mit den gleichen Personen belegt ist und daher auch die Nebenkosten abgerechnet werden können. Eine Umbesetzung, insbesondere bei längerfristiger Anmietung, steht demzufolge nichts im Wege. Auch weiß die Verwaltung, dass teilweise Mietverträge aufrechterhalten werden, denen die gesetzliche Grundlage fehlt. Der Nebeneffekt zur Gleichbehandlung liegt darin, dass sich die Mieter mit dem Mietobjekt identifizieren, sorgsamer damit umgehen und Ressourcen schonen, demzufolge auch etwas für das Klima tun. Daher für Gerechtigkeit unter den Leistungsbeziehern stimmen Sie unserem Antrag zu. Danke. Ist mir eine weitere Wortmeldung signalisiert worden, Herr Kolditz? Also ich höre mir ja lieber 5 Minuten Feuerwerk an, als eine Sekunde von diesem Schwachsinn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte der Demokratischen Fraktion, sehr verehrte Bürgerinnen und Bürger hier im Livestream. Es war jetzt nur ganz leise zu hören, aber es ist gut, dass es da Gemurmel gab. Das ist ein gutes Zeichen, das signalisiert uns, dass die Adressatinnen und Adressaten aufmerksam zuhören. Vielleicht ist das eine gute Voraussetzung, um etwas zu lernen. Ich hoffe das zumindest. Also wenn man sich diesen Antrag durchliest, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Im Übrigen wird es nicht so gefordert, wie sie es gerade dargestellt hat. Jeder kann sich den Antrag ja gerne nochmal aufrufen. Die ganze Fraktion ist offenbar an der relativ einfachen Denkaufgabe gescheitert.
Was ist passiert? Einer der Rechtsradikalen hat also in der sonst als Lügenpresse diffamierten sächsischen Zeitung gelesen, dass die Stadt für die Unterbringung von Geflüchteten Wohnungen anmietet. Große Überraschung hätte man auch mitbekommen, wenn man ab und an im Ausschuss zuhört. Daraufhin hat dann Detektiv Pinkert durch eine Anfrage in Erfahrung gebracht, dass hier durchschnittlich, wie er erwähnt hat, 5,16 Euro pro Quadratmeter an Betriebskosten gezahlt werden. Dann kam er auf den Trichter, das klingt erstmal nach viel, und hat dann beim Mietervereinen eben herausgefunden, dass durchschnittlich die Betriebskosten bei 2,48 Euro pro Quadratmeter im Durchschnitt liegen beim Dresdner Haushalt und hat dann festgestellt, dass es da Differenzen gibt. Da kann man schon mal sagen, gut gemacht, also vorausgesetzt, man setzt das Grundschulniveau irgendwie an. Die restliche Fraktion hat dann leider auch nicht so richtig weiter nachgedacht und deswegen müssen wir uns mit diesem unsinnigen Antrag heute hier beschäftigen. Wie uns die Statistikseite der Landeshauptstadt Dresden verrät, finden wir im durchschnittlichen Dresdner Haushalt 1,8 Menschen. Kurzer Hinweis, das Komma 8 bedeutet nicht, dass der Kopf fehlt. Die Hälfte aller Haushalte im Dresden sind Einpersonenhaushalte, also 50%. Kurze Frage wäre dann gewesen, ob es irgendwie schon mal bisher Klick gemacht hat. Ich glaube, das können wir uns sparen, das ist irgendwie hoffnungslos da drüben. Wäre also zu klären, wie Geflüchtete untergebracht sind, und das verkürze ich dann mal. Sie haben das ja auch in Ihrer Antwort auf der Anfrage schon erhalten. 60% sind in Wohngemeinschaften untergebracht und wer Geflüchtete kennt, mal mit ihnen gesprochen hat, sie vielleicht sogar mal besucht hat, der weiß, also das wissen Sie nicht, weil Sie haben das offensichtlich nicht gemacht, dass da in der Regel eben mehr als diese 1,8 Leute wohnen, dass da 6, 7 oder 8 Leute zusammen in einer Wohnung zusammenkommen. Gut, dass Sie weiterhin zuhören, vielleicht checken Sie es ja doch noch. Für Sie nochmal extra einfach dargestellt, weniger Menschen in einer Wohnung, vereinfacht, ich betone es nochmal, niedrigere Betriebskosten, mehr Menschen, höhere Betriebskosten. Hinzu kommt, dass die meisten Geflüchteten bei der Vonovia untergebracht sind und vielleicht haben Sie das zumindest mal irgendwann mitbekommen, dass da mit der Betriebskostenabrechnung regelmäßig was schiefläuft. Abschließend vielleicht noch ein Kommentar zu Ihrer Begründung. Sie schreiben ja, dass hier eine Ungleichbehandlung vorliegt, die man den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern nicht vermitteln könnte. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich kann man das vermitteln, wenn man die Sachlage kennt und wenn man auch ein Interesse daran hat, die Fakten zu benennen. Letzteres, das wollen Sie aber ganz offensichtlich nicht, das wissen wir. Ihre Strategie ist es, die Gesellschaft zu spalten, zu hetzen und die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft gegeneinander auszuspielen und gegen alles zu hetzen, was nicht in Ihr faschistisches Weltbild passt. Danke. Wird weiterhin das Wort gewünscht? Können wir das gleich als Schlusswort laufen lassen, Herr Gierke? Dann bitteschön. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, was Sie jetzt gerade von der linken Seite gehört haben, das geht gar nicht. Das ist eigentlich an Dummheit kaum zu überbieten. Mein Kollege Pinkert hat darauf hingewiesen, dass die Personenzahlen berücksichtigt werden. Und da redet hier jemand von 1,8 und von mehreren Leuten. Meine Güte, die Personenzahlen werden berücksichtigt. Das bedeutet, man geht darauf ein. Ist es ein Einfamilienhaushalt oder sind es 10 Personen, die da drin sind? So einfach ist das. Und das kann doch so schwer nicht sein, wo Sie doch vom Grundschulniveau reden. Scheinbar weiß ich nicht, wie Sie in die dritte Klasse versetzt wurden. Sie sagten, wir seien rechtsradikal. Entschuldigung, geht's noch? Wissen Sie überhaupt, was das bedeutet? Befassen Sie sich mal mit diesem Begriff. Und wenn Sie sich mit diesem Begriff befassen und sich mit unserer Fraktion befassen, werden Sie sehen, dass es nicht zusammenpasst. Dumm, dümmer am dümmsten. Das andere sage ich lieber nicht, sonst kriege ich nur wieder eine Klage an den Hals. Was habe ich denn hier noch stehen? Na, viel dummes Zeug, was von Ihnen kommt. Ach so. Geld ist Schwachsinn. Ja, scheinbar kein Geld für Sie Schwachsinn zu sein. Wir hatten heute eine Vorlage, wo wir der Stadt hätten über 300.000 Euro gegeben. Das haben Sie ja abgelehnt. Im Übrigen, Sie Linken haben es nicht mal für nötig gefunden, was dazu zu sagen. Wie dumm ist das denn? Und Sie reden von Geld und Geld ist Schwachsinn. Nein, Geld ist nicht Schwachsinn, weil man braucht nämlich Geld. Sie wollen so viele schöne Projekte machen, dafür brauchen Sie Geld. Und das Geld muss ja irgendwo herkommen und man muss auch mal Geld sparen. So einfach ist das. Das kann so schwer nicht sein. Und stattdessen tun Sie ständig auf uns rumhacken. Das ist doch nur dumm, so etwas. Ich erwarte von Ihnen mal ein bisschen mehr, ein ganz klein bisschen mehr Zivilisation. Vielen Dank. Wir kommen damit zur Abstimmung über den ablehnenden federführenden Ausschussbericht.
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Siebenundvierzig Ja, 12 Nein, keine Enthaltung. Damit ist der ablehnende federführende Ausschussbericht angenommen worden.